Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Im Hintergrund ist es schon zu hören. Es donnert. Es donnert ganz kräftig. Die Mausoleen springen. Zählen die als Bosse? Nee, ne? So, ich will immer noch. Ich bin auf der Suche nach einem Weg hier rüber. Und ich habe keinen gefunden. Von hier vielleicht dahin und dann darüber. Ja, dann versuche ich es mal so. Stellen, wo du Brutzelpflanzen einsammeln kannst. Ah, ja, da bin ich schon mal. Ja, stimmt. An sowas bin ich schon vorbeigekommen. Bin ich hier richtig? Nee. Hier so hoch irgendwo, oder? Ja. Ah, Hilfe. Auch jedes Mal die falschen Tasten, um wieder aus dem Menü rauszukommen. Hier geht's hoch. So rum vielleicht. Hallo Leute. Ich will hier nur durch. Lasst euch nicht von mir stören, bitte. Nope. Doch da lang? Hä? Ach, hier darf ich jetzt keine Karte anschauen. Nee, hier passt auch nicht. Als du Sekiro durchhattest, das war ein ganz besonderer Moment. Ich bin so gespannt, ne? Ich bin so gespannt auf Sekiro. Weil es ja doch dann wirklich anders ist. Irgendwie hier rüber. Irgendwie darüber. In diesen Turm. Vielleicht soll ich einfach die Umgebung da nochmal erforschen, aber jetzt habe ich einen anderen Plan. Grabfeilchen, okay. Da war ich doch aber vorhin. Ja, so ein Mist. Ich war doch da oben bei dem. Einfach da runter. Hey, Wölfe. Hi. Grüßt euch. Reitet ihr ein bisschen mit? Oh oh. Oh oh. Ah. Nee. Ah, oh, ich hab nicht gelevelt, ne? Oh. Ich hätte ja einmal leveln können. Autsch, das tut weh. Ah, die liegen hier oben. Okay, sehr gut. Nicht schon wieder. Oh. Ah. Hoffentlich liegen sie immer noch oben.
Dann porte ich mich einmal zurück und level. Passt. Muss ich jetzt erst gegen euch kämpfen, bevor ich mich porten kann? Ja. Nicht, wie ich da hinkomme, ne? Voll. Ja, irgendwie hier runter. Einmal leveln. Einmal leveln. Oh, ich kann sogar zweimal leveln. Geil. Nice. So, jetzt aber. So, einmal mit der Ruhe und dann geht das auch. Hier könnte es halt auch noch irgendwie was geben, ne, für den Turm, dass ich hier irgendwie rein muss. Über die Hochstraße von Bellum. Ja, da ist noch eine Gnade. Ach Mann, ey, die hätte ich auch vorher mal irgendwann aktivieren können, dann wäre es einfacher. Ich war ja hier, glaube ich, schon mal. Hab sie nicht gesehen. Oh, warte. Moment. Melanie. Hi. Sehr viele Damen mit M in diesem Spiel. He is always eager to see your return. Please. Will you talk to him when you can? I'm sure he would be much contented. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wen hat sie Bock? Hat sie Bock gesagt? Jetzt kann ich nicht noch mal mit ihr reden. Oh, na gut. Blöd. What a pity it is to be without the right. All you can do is stand at a loss, without even the half crescents that wish to behold before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Okay. Or are you planning to throw yourself to the waters?
to find the coward's passage through the dim cavern. Wait, what? Okay, ich glaube, sie hat... Ich glaube, sie hat von dem Turm hier gesprochen. Ich glaube, sie hat von dem Turm gesprochen und ich habe nur einen der Halbmonde. Medaillon Dectus kombiniert diesen großen Aufzug von Dectus zu benutzen. Aufzug, den großen Aufzug von Rold. Ah, wait, okay, ich kann hier ja aufmachen. Darf hier ja durch. What? Warum? Lol. Okay. Das hat mich gerade hier hingeführt, ne? Ja. Gut, da brauche ich dann wohl die andere Hälfte des Medaillons. Für den Aufzug. Aber mit dir will ich eigentlich nichts zu tun haben. Was liegt hier rum? Ach so, wieder so ein Schimmerstein. Ja, ja, super wichtig. Was seid ihr für welche? Wissen wir nicht. Refugiumsstein. Schimmersteine. Oh, hier geht auch noch ein bisschen was dann am Straßenrand entlang, ne? Wow! Okay. Okay, okay, okay. Was bist du? Ah, du bist so ein feuerspuckendes Ding, ne? Ja. Alles gut. Ich will hier nur durch, Leute. Ich will hier nur mal kurz durch. Warum habt ihr eigentlich alle was gegen mich? Ihr wisst doch gar nicht, wer ich bin, was ich hier mache, oder? Ja, vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, dass ich ganz schön viele Leute gekillt habe. Aber... Drachen. Okay. Lässt mich jetzt erstmal vermuten, dass ich hier gleich auf einen Drachen stoßen werde. Hier könnte ich auch noch ein bisschen erforschen. Er ist dort irgendwo. Ein weiterer Pfad, der zurück zum Fuße des Erdenbaums führt. Ein uralter Tunnel. Okay. Dort irgendwo. Ja, also theoretisch will ich ja zum Fuße des Erdenbaums. Ah, der vielleicht. Ah, guck an, dieser Tunnel. Na ja, gut, aber dann schauen wir erstmal hier rein. Ah, ja klar, passt mein Pferd da nicht durch. Wie auch. Ist das überhaupt ein Pferd? Nee, ne? So, wo ist der Drache, den ich bekämpfen soll? Großer Aufzug von Dectus. Ah.
Shit. Mist. Gerade eben habe ich von halben Medaillons gesprochen. Und der Pfad des Feiglings ist der durch den Tunnel. Ja, wow. Danke, liebe Fingerleserin. Jetzt muss ich das andere Ding finden, weil ich bin ja kein Feigling. Dann wollen wir nicht durch den Tunnel gehen. So ein Mist. Oh, wo habe ich den ersten Teil dieses Medaillons her? Das ist auch so krass, ne? Wenn ich solche Spiele privat spiele für mich, kann ich mir alles merken. Und ich denke dann auch immer so, wenn ich anderen Leuten zuschaue, auf YouTube oder so, und die dann Spiele spielen und ich denke, hey, das habt ihr doch vorhin alles, hast du doch schon mitgekriegt, das wurde dir angezeigt, das wurde dir gesagt, lieber Spieler, wer auch immer es ist, Let's Player. Wieso vergisst du das? Ich weiß mittlerweile wieso. Es ist einfach was ganz, ganz anderes, wenn man nebenher noch die ganze Zeit am Brabbeln ist, einen Chat liest, sich dann um irgendwelche Bosse kümmern muss. Okay, das hier ist Todeszone. Ah, Leute, jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt habe ich null Plan. Ich würde gerne das, die andere Hälfte des Medaillons finden. Nicht den Tunnel nehmen. Da drüben sitzt irgendwas. Das sieht aus wie ein Wolf, Fuchs, Wolf, Gedöns, was ich schon mal bekämpft hatte. Den Tunnel zu nehmen ist keine Schande. Aber die Alte hat gesagt, ich wäre ein Feigling, wenn ich durch den Tunnel gehe. Huhnbogen, cool. Ich finde es sehr schwer zu zocken und quasi laut denken. Ja, mittlerweile geht's. Das ist nur, um von da drüben hierher zu kommen. Leute, wisst ihr, von wem ich die erste Hälfte habe von dem Medaillon? Könnt ihr mir da kurz auf die Sprünge helfen, bitte? Falls ihr es noch wisst, falls ihr es mitgekriegt habt. Reicht eine Träne? Ja. Great Kenneth Haight. Great Kenneth Haight. Great Kenneth Haight. Steht hier natürlich auch nicht, doch. Oh, welches ist das noch? Limgrave. Ist das das? Nee. Das ist Sturmschleier. Schleier. Von hier? Nee, das ist Morn. Great. Da? Ah, Festung Haight. Wahrscheinlich das in dem Fall. Uff, okay. Na komm, dann
Verprügeln wir mal hier noch ein paar Leute in Schlössern. Vielleicht gibt es ja hier oder... Das sieht nach einem Magierturm aus, vielleicht. Oder hier, den Baum habe ich noch nicht gekillt, glaube ich. Oder habe ich den schon? Weiß ich nicht. Einfach mal in die Richtung. Verhauen wir mal ein paar Drachen. Let's go. Ja, euch noch nicht. Aber ich weiß, dass da oben einer ist. Da oben ist ein Drache, der... Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Der vielleicht... was für mich hat. Kannst du dich überhaupt noch richtig bewegen? Ist hier irgendwo eine Gnade? Ein Respawn ist hier jedenfalls nicht. Da ist eine Gnade, sehr gut. Ich habe irgendeinen Debuff bekommen, glaube ich. So, mein Gutester. Es tut mir leid. Ich weiß, Sie sind ein alter Herr. Ich erlöse Sie nur von Ihrem Leiden. Hallo? Ich glaube, der hat ganz schön viel Leben, der Kollege. Ich glaube, der hat ganz schön viel Leben. Ach du meine Güte. Hau ich da jetzt so lange drauf, bis er hinüber ist, oder? Boah. Boah. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas stampfen. Aber der Arme kann sich halt auch nicht wehren, ne? Gegen mich. Boah, das dauert ja ewig. Bleeding Damage macht prozentual Schaden. Aha, das ist mir neu. Ach, guck mal an. Ah, okay, cool. Danke für den Hinweis. Das ist sehr, sehr lieb. Das habe ich so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, das Bleeding Damage da. Anders funktioniert. Es dauert trotzdem ein bisschen, ja, aber.
13.000 Damage ist schon... Hilft da schon, die ich da zwischendurch reindrück. Das ist ja auch witzig. Aber ja, gut, klar. Das wusste ich gar nicht. Ist das in Dark Souls auch so, dass Blutungsschaden prozentual ist? Du glaubst ja, okay. Ich hab ein bisschen Schiss, dass der da plötzlich von hinten kommt, der andere Drache, der Kleine. Aber so ist es okay. Also da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, das, ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich den Hinweis jetzt gerade nicht bekommen hätte. Drachenherz. Auch cool. 5 Stück. Heiliger Stroh. 80.000 Seelen? Okay, let's go. Cool. Ein paar Runchen habe ich ja noch. Reicht hier eine? Ich glaube, das müsste reichen, oder? Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Ja, perfekt. Oh. Gerade so, hä? 27 Stärke. Damit müsste ich in der Lage sein, dieses Schwert beidhändig zu benutzen. Geilo! Aber ich muss es auf jeden Fall leveln erst. Das muss ich erstmal leveln. Und dann muss ich auf jeden Fall auch ein bisschen Ausrüstungsgewicht. GZ, Dankeschön, Julius. Das ist eigentlich... Ich habe immer noch nicht verstanden, was diese Zippel hier sollen. Oh, hi! Ach, ich... Fledermäuse. Ihr seid miese, miese Mistviecher. Nicht angiften. Ah, oh, vergiftet. Danke. Keine Ahnung, warum ich hier keinen... Au! Hören Sie bitte auf! Ach, Fluch!
Alle Fliegeviecher sind so, in diesem Spiel so schwer zu treffen. Ich sollte vielleicht dann doch irgendwie mal einen... Was macht nochmal Gift weg? Was macht Gift weg? Keine Ahnung. Was weiß ich, ey. So viel Zeug. Immerhin keine Schwerter an den Beinen, ja. Oh. Da oben hängt eine. Ach, wisst ihr was, ey? Tschüss. Ich meine, die können fliegen, ne? Die sind jetzt wahrscheinlich oben, wenn ich nach oben komme. Da ist eine Plattform. Lol. Amulett, Amulett, Amulett. Ja! Geil! Haha, danke für den Hinweis, wo ich das erste bekommen habe. Jetzt muss ich nur kurz gucken, ob das auch passt. Nicht, dass ich hier jetzt gerade... Rollt. Dektus. Rechts, links. Kombiniert die Medaillons, um den großen Aufzug zu nutzen. Wo und wie kombiniere ich Medaillons? Wer bist du denn? So nicht, Freundchen, hier von hinten anschleichen. Oh, da ist noch einer. Ihr macht auch ganz schön Schaden. Oh Gott, okay, nee, das wird mir jetzt zu wild. Sorry, Leute. Oh Gott, ich komme hier nicht weg, ne? Ich hab's überlebt. Oh, und Fledermaus. Ich sag ja, hier wird kein Weg eines Feiglings eingeschlagen. Niemals! Niemals! Jetzt habe ich aber noch... Das Bäumchen wäre noch offen, ne? Ja, komm, schauen wir mal kurz hin. Der Teleport ist schnell passiert. Jetzt bin ich gerade hier in der Ecke. Wir sind auch wieder so pötte. Kann ich den von hinten? Nee, kann ich nicht. One hit. Okay. Ich hatte doch fast volles Leben. Alles klar. Let's go. Ach du Scheiße. Ähm,
weiß ich jetzt nicht, ob ich hier so richtig bin. Der macht Schaden. Der macht richtig dicken Schaden. Ha. Oh Gott, und du machst Fäulnis. Du bist nicht... Das ist... Nee, da kommen wir nochmal hin zurück. Ich komme auf dich zurück. Hier blitzt es. Hier sind die Blitzblumen. Ja, Sebastian, da könntest du recht haben. Ich fühle mich hier nicht so wohl. Mal ganz kurz an eine Gnade gehen, wo nicht so viel los ist. Ja. So, wer will... Ah, Medaillon heben. Das ist ja riesig. Ich dachte, ich hätte da so ein kleines Ding. In welche Tasche hat er das gesteckt? Okay, das ganze Ding ist der Aufzug. Okay, let's go. In die Tasche, in der auch 20 andere Waffen und Rüstungen sind, ja. Stimmt, da war ja was. Und ganz viele Knochen, Pfeile. Und. Hallöchen, ich bin da. Wer noch? Ja. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Altusplateau. Ich meine, ich habe schon mal welche von euch bekämpft, ne? Also ihr seid eigentlich kein Problem für mich. Also da oben ist eine Map, aber die ist echt weit weg. Ja, komm, hau ich erstmal dich um und dann den anderen. Oh ja, lauf halt davon. Okay, ihr haltet ein bisschen mehr aus. vielleicht lassen wir das doch erstmal.
Nee, jetzt komme ich ja da unten wieder raus. Ich habe ja noch gar keine Gnade da oben. Ich hätte vielleicht erst eine Gnade suchen sollen. Na gut. So. Da bin ich wieder. Hi. Hast du mein Loot gesehen? Ja, da vorne. Dankeschön. Ich greife mich ja gar nicht an. Lol. Ich war so, die greifen mich auf jeden Fall an. Ah. Ich denke, es schadet nicht, wenn ich jetzt einfach mal... Hier ist so ein Camp, okay. Wenn ich einfach mal dem Weg folge. Hier ist so ein Händler, oder? Ist das ein Händlerding? Bestienblut. Gut. Altusblüte, okay. Ich habe halt noch gar nichts gecraftet hier in dem Spiel, ne? Oh, hi. Ah, okay, es ist nur ein Käfer. Eigentlich bin ich auf der Suche nach einer Gnade. Wahrscheinlich habe ich sie schon übersehen. Ah, okay. Ihr seid da am Goldschürfen. Und dicker Bogen. Hier funkelt wieder irgendwas. Das ist so ein roter Käfer. Aua. Nicht noch ein... Oh. Nein, das war so klar, dass ihr jetzt genau den Rhythmus habt, den ich nicht brauchen kann. Oh, aua. Du bist ein bisschen flotter, als ich erwartet habe. Aber der Schaden, den ich mache, der ist okay. Deswegen fühle ich mich hier nicht so falsch. Oh Gott. Ja, können wir da später drüber reden? Baumwächter! Hilfe! Nicht zu zweit, bitte. Volle Kraft voraus! Randgebiete der Hauptstadt. Oh, ihr seid ja hier! Ihr seid ja hier! Ihr seid ja hier! Oh, ich dachte nicht, dass ihr mitkommt! Moment! Moment, 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 Moment! Ist es nur noch einer? Oder sind sie beide abgehauen? Okay, einen hätte ich jetzt bekämpft, aber sie sind beide weg. Okay. Oh, Map. Puh, okay. Aufregend. Königliche Hauptstadt.
Alter, hier gibt's eine richtig fette Stadt jetzt noch. Und da ist der Baum auf der Map. What? Nice. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Also ich gehe jetzt erstmal nochmal zurück und hole mir hier die Karte. Da ist eine alte Fingerleserin. Und hier ist der Ausgang vom Tunnel wahrscheinlich. Ah, nee, komm. Ich will jetzt hier kurz hochgucken. Geil, wie das hier aussieht. Die Farben auch wieder, ne? Ah, schön. Oh, nee. Gegen so einen habe ich schon versucht zu kämpfen, aber du bist ein... Du siehst ein bisschen schwächer aus. Du bist nicht... Oh, okay. Okay, nee. Nein, 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 nein. Ich mach dir überhaupt keinen Schaden. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Deswegen weiter voran. Weiter voraus. Einfach. War da nicht noch eine? Habe ich drei gesammelt? Weiß ich nicht. Oh! Ein Zappler, ja, aber sowas von. Da ist die Fingerleserin. Jojo, hi. Grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, ey. Servus, wie geht's? Ja, läuft. Ja, bitte, kann ich sie lesen? Eure Finger, bitte, eure Finger. Hände zeigen. Jojo, wie geht's dir? To the foot of the tree, and whatever you might face, the fingers will surely guide you. Alte Lady, ich hab echt ein Problem mit euren Fingern, ganz ehrlich. Und auf die Tafelrunde da oben im Ding, keine Ahnung wo, hab ich eigentlich auch keinen Bock. Gut, danke. Hörst du dir ein paar Rätsel an? Ich meine, wir können es probieren. Verlorene Kriegsasche. Kommt drauf an. Also mit Elden Ring und so kenne ich mich nicht so gut aus, wenn es darum geht. Machen wir es so. Ich höre mir die Rätsel an, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Nein.
Mach nur, hau raus. Erzähl. Okay, kann ich da oben jetzt einfach durchs Tor durch? Gehe ich nochmal da hoch? Ich gucke mir das da oben nochmal an. Achso, du hast... Ja, okay. Jetzt, ich dachte, du willst mir jetzt Rätsel im Chat schreiben. Ah, geil. Ah, doch, ich verstehe eigentlich schon, was sie so von sich gibt, größtenteils. Geil. Oh Mann. Du hast ein gutes. Ja, da kommt doch der Sepp und hilft aus mit dem Rätsel. Aber ich habe hier gerade so ein kleines Problem. Also, ja, so, ja, ist wirklich nur ein kleines Problem. Er versteckt sich. Du nervst. So, was haben wir denn da? Gewachsen in vielen Jahren, verarbeitet in Minuten und erreicht sein Ziel in Sekunden. Gewachsen. In vielen Jahren, verarbeitet in Minuten und erreicht sein Ziel in Sekunden. Ich hab so eine dumme, blöde Antwort auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, darf, ob ich das auf YouTube rauszensieren sollte. In der Aufnahme. Keine Ahnung. Na, der wächst ja nicht jahrelang. Ich hätte eher den Sepp beim Sex, hätte ich gesagt. Erreicht sein Ziel in Sekunden. Gut, die Tür ist nicht offen. Glaube, ich bin hier noch nicht so ganz richtig. Ich glaube, noch bin ich hier nicht richtig. Die Tür wird irgendwann aufgehen. Vielleicht hätte ich ja dem Fest zustimmen sollen, dann hätten sie mich vielleicht reingelassen. Was, der will kein Fest mit uns feiern? Nee, dem machen wir die Tür nicht auf. Hey, Jojo, danke für den Follow. Verarbeitet in Minuten, vor allem verarbeitet. What? Was machst du denn hier? Gerade, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ah, okay. Timing finden. Timing finden. Hab's Timing nicht mehr. Kein Timing mehr. Es ist zu lange her. Und ich mache ihm null Schaden. Lol. What?
Schweinerei. Oh Gott, ich hänge in irgendeinem... Oh, da hängt man in so einem Ding drin, ey. Ich mache ihm zu wenig Schaden. Und da der nicht als Boss zählt an dieser Stelle... Pfeif drauf? Ich glaube, ich pfeif drauf. Aber hier ist ein Marikas Pfahl. Also theoretisch... ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, was das hier soll. Ich gucke mich nochmal außerhalb um. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier aktuell richtig bin. Ich will ja auch den... Oh, eine Gnade. Wer ist der? Renala, Rana, Radana, Radona, Rada, Rad... Ran, Randana, Radana? Irgendwie sowas. Aha. In die Richtung, hier außerhalb irgendwo. Okay. Ist da vielleicht ein Eingang, in den ich reinkomme? Ja, Moment, hier ist er auch. Was ist das hier, ein See? Das ist gar nicht der Eingang. Ha, guck mal an. Gewachsen in vielen Jahren. Ich meine, das ist, muss ja irgendwas sein, was eine Weile braucht, bis es existiert in seiner vollen... Der Pfeil? Okay, wow. Cool. Glückwunsch, Jojo. Läuft. Da will ich jetzt hin. Aber wo wächst denn der Pfeil? Also, verstehe ich nicht. Bin ich zu blöd für. Ein Pfeil aus Holz. Okay. Schon sehr speziell auch. Pfeil und Bogen. Ja, okay, okay. Ja, okay. Das macht absolut Sinn. Verstehe. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ich glaube, ich will da erst hin, wenn ich irgendwie eine Gnade gefunden habe hier in der Nähe. Oder habe ich hier gerade einen... Nee. Alter Schwede. Dass man nicht dieselbe Taste drückt, um das, um die Karte zu schließen, wie sie zu öffnen, ne? Dass das eine andere Taste ist, das macht mich kirre. Nicht alleine. Ah, schade. Blitz Großbolzen. Okay. Die Mutter, die daneben saß. Ja, wie geil ist das denn? Grüße an die Mutter. Ist das schon, ist das zu tief? Oh, aber das muss ganz knapp gewesen sein. Ärgerlich. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, Moment. Ich glaube, ich bin besser dran, wenn ich von der Seite komme.
Hey, Marius, willkommen zurück. Wie war Sport? Der Boss ist geschafft, ja. Und ich habe es abgelehnt, zum Fest zu gehen. Manch einer im Chat war sehr verwirrt. Ah. Nee, er hat auch gesagt, irgendwie von wegen, jetzt ist sowieso noch nicht die Zeit reif oder sowas. Also, da ist schon auch noch irgendwas, was fehlt. Ja, Radan fehlt mir jetzt noch. Den suche ich gerade, glaube ich. Ja, aber ich habe auch abgelehnt, als er mich gefragt hat, ob ich festen will, habe ich gesagt, nee, kein Bock. Jetzt könnte ich, reicht das schon, wenn ich hier war, dass ich dann da hingehen kann? Nee. Müsste. Echt? Okay. Ich hätte jetzt gesagt, ich muss erst Radahn besiegen und dann gibt's irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, macht der mir den Weg frei irgendwohin in nach Nokron. Und in Nokron ist dann das Fest. So habe ich's verstanden. Radahn ist das Fest. Ach so. Dann wäre der Boss ganz weg. Okay, das ist ja witzig. Boah, Windmühlen, cool. Ah, das sieht hier schon wieder so nice aus, alles, ne? Oh, da oben ist auch noch ein Schloss oder eine Burg. Da muss ich auch noch hin. Hier haben wir wieder so einen Magierturm. Da ist noch ein Baum. Ah, warte mal, ist das das, was ich da hinten sehe? Ist das Vulkan? Ist das Haus Vulkan da oben? Könnte sein. Plus der Boss sind einfach nur zwei Gegner, die man schon kennt. Ja, ich fand das aber cool, die Kombi. War ganz nice. Also mir hat es Spaß gemacht. So, ihr sagt, ich soll jetzt mal zum Fest schauen, oder wie? Na komm, dann schauen wir mal, ob das jetzt tatsächlich so ist. Alles an dem Boss fuckt hier. Er macht keinen Sinn. Ey, hi, wo kommt ihr denn alle her? Ja, grüßt euch. Wer bist du? Helden, seid willkommen. Okay. Okay. Blade, was hast du zu sagen? Known as the strongest of them all, the way ahead is pleasingly simple. We fight,
Sword and Fang. Into the fray together, eh? Hm. Let's see what you're made of. Zusammen? Ich krieg den auch alleine. Ich brauche hier keine Hilfe. Kann ich mit euch auch irgendwie reden? Nee. Hier sind irgendwelche Randys. Und wer bist du? Höfliche Verbeugung. Okay. Blut und Ehre teilen. Niemals! So, ich will kein Fest feiern, lieber Onkel. Aber ich verprügel gerne Radahn, wenn es sein muss. Ich habe gesagt, ich will kein Fest feiern. Aber gut. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Nee, nie, kein Reiter. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Malenia's scum. Malenia, so heißt sie. His wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes. Alter Freunde, boah. Oh, ekelhaft. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions, the revels begin. The celebration of war. The Radahn Festival. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore. Am Ufer unter der Festung. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. You will find the field of battle past the church ahead. Past the church ahead, aber ich habe doch da jetzt einen Dingnebel. Ich glaube, ich sollte noch meine Waffen leveln, ehrlich gesagt. Aber jetzt probieren wir es. Ich glaube, ich habe eh null Seelen, ne? Null Runen. Ach, zu viel Dark Souls. Schmiedestein 6. Jetzt komme ich in die Wüste. Verstehe. Ey, das ist aber schon auch ein bisschen mies, wenn man hier ist, bevor man da oben bei in der Nähe der Stadt war, ne? Und das einfach verpasst hier, dann hat man doch keine Ahnung, dass man hier einfach mal random zurück muss. Wow, okay, alles klar. Er feuert mit Magie auf mich. Lol, kann ich hier jetzt... Was habt ihr zu melden? Nee, das wollte ich gar nicht. Kannst du mal... Radahns Speer. Oh, was ist das? Wildes. Stopp! Stopp, 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 stopp! What the fuck? Was passiert hier? Oh shit! Okay! 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 Okay!
fast den Boss erreicht. Damit. Oh, kann das mal aufhören? Wie viel Schaden mache ich? Nicht viel. Ich würde sogar sagen, zu wenig. Und der schlachtet mich ganz schön, der Kollege. Wow. Und warum reitet er auf einem winzigen Pferd? Was ist hier los? Oh Gott. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Er hat gegen Malenia gekämpft. Die Malenia habe ich noch keine Ahnung. Ich weiß, dass das der Endboss ist. Glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Es müsste der Endboss sein. Aber was da los ist, und es gab keinen Sieger, das ist natürlich dann schon eine Ansage auch. Die Legende besagt, Radahn hätte die Gravitationsmagie gemeistert, um sein Pferd zu schonen. Na, schauen wir uns mal den Malenia vs. Radahn Cinematic an. Gerne. Bin ich gespannt. Ach, ich habe keine Runen. Ich muss erstmal Runen fressen. Ich muss erstmal Runen fressen, aber ich habe eh nicht genug Schmiedesteine 3. Level 3 Schmiedesteine, da fehlen mir noch 2 Stück. Das ist etwas ärgerlich. Wie sieht's denn mit der Waffe hier aus? Dunkelschmiedestein. Ah, weiß ich nicht. Ich bin etwas verwirrt. Es sieht für mich so aus, als sollte man tatsächlich all diese Krieger hier spawnen. Also, reiten darf ich hier nicht. Echt jetzt? The festival begins. Danke. Mach mal die Tür auf. Before we begin, allow me to paint. But now. Wenn ich heftig bin. Also das Spiel sagt einem hier ja wirklich ganz deutlich, ruf alles, was du kannst. Hol alle da rein. Dann ist das bestimmt auch eine epische Nummer hier. Ich würde gerne beides probieren. Ich würde ihn gerne alleine killen. Ich würde aber auch gerne mal sehen,
wie das aussieht, wenn man diese ganzen Summons holt, die man da holen kann, was ich ziemlich stark finde. Deswegen gucke ich es mir mal an. Aua. So viel dazu. Das kommt halt schon einfach echt cool, wenn diese ganzen Summons da auf den zulaufen. Oh, das kommt echt cool. Aber ich habe bisher alles immer ohne irgendwelche Summons gemacht. Alles. Oh, come on. Okay. Minimal uncool. Aua. Man sieht halt auch so schlecht, was er macht, ne? Ich sehe nicht, was er macht. Keine Ahnung. Wow, okay. Kannst du bitte nah bei mir bleiben? Das wäre lieb. Aua. Illegaler Strohsack. Oh nee. Magiebrutzelei. Kann ich gar nicht haben. Komm zurück, nicht weglaufen. Huch. Er kommt einfach mit. Oh, what the fuck? So, jetzt komm mal wieder her.
Aua. Ah, Mist. Ich sehe so schlecht, was er tut, ne? Es ist so schwer zu erkennen, was hier passiert. Und ich brauche für den Kollegen definitiv mehr. Ja klar, ich mach den jetzt solo, Leute. Aber ich muss kurz zur Gnade. Das war ja der erste richtige Versuch eben. Ich muss nämlich was machen, was tauschen an den Flaschen. Ich brauche davon eine mehr. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Und dann muss ich weniger getroffen werden. Aber das mit weniger treffen lassen, das wird schon. Guter Try, dankeschön, danke. Wirklich nice Try, dankeschön. Aber, was ist das für ein geiler Move, dass er einfach als Meteorit zurückkommt. Ah, geil. Ja, das Krasse ist, bei solchen Kämpfen passiert es mir häufig, dass ich die ersten 2, 3, 4 Versuche, ist ein Versuch dabei, der einfach super gut ist. Und dann dauert's Stunden, bis ich auch nur ansatzweise wieder in die Nähe komme. Aber ich gebe mir Mühe. Weil jetzt denke ich halt so, jetzt habe ich im Kopf so, ah ja, geht schon. Und dann geht gar nichts mehr. Ja, ich wollte hier von oben schon runterhüpfen. Jetzt weiß ich auch, was das hier für eine Wüste ist. Okay. Das ist natürlich hier ein bisschen nervig mit dieser Pfeilerei, die er da macht. Okay, das ist gut. Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut, aber geht. Nee, das war der falsche. Oh, fuck. Nicht gut. Das ist, ich vermute mal, dass es jetzt nichts wird. Ah, haut er nochmal? Nee, okay. Dass er da abhaut im richtigen Moment. Ärgerlich. Ah, und er haut so hart nach links weg, ne? Aua. No hit. Da lese ich schon Sachen im Chat, ey. Nach dem Meteoriteneinschlag die Summons reinholst, als ist das echt korrekt? Ja, da hat jeder auch so ein bisschen so eine eigene Meinung, ne? Ey, das hier ist das Mieseste, hier bis zu ihm zu kommen. Das ist voll
assi. Und das nervt mich ein bisschen. Dass ich hier auch nicht richtig ausweichen kann. Auch sehr schade. Kann ich mit dem Pferd... Ah, drüber hüpfen vielleicht. Ich muss ja erstmal ordentlich zu ihm kommen. Hüpfen hat auch nicht geholfen. Aua. Rage-Momente ohne Summons. Das Rüberlaufen. Ja, das Rüberlaufen ist... Das bisschen, ja. Das ist schon wieder so ein... Da triezt der Entwickler den Spieler ein bisschen. Die wissen schon echt, auf welche Knöpfe sie drücken müssen, um so Rage-Momente zu triggern, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Immer wieder. Finden sie eine Möglichkeit. Man denkt, man hat schon alles gesehen, aber nee. Sie finden trotzdem wieder eine neue Möglichkeit. Ach, dieser Mist. Nichts im Vergleich zum Runback von Bed of Chaos. Ist das ein... Bed of Chaos ist ein Spiel, oder? Dark Souls 1, ich bin gerade... Stehe auf dem Schlauch. Was ist Bed of Chaos? Den Boss Checkpoints. Ach so, Ja, Izalith. Ey, was eine miese Nummer hier. Da muss man einfach schon instant saufen, das ist... Aua. Näh. War sympathisch, alles klar, Dankeschön.
Jojo, bis zum nächsten Mal. Ach. Aua, okay. Ach, der Angriff ist übel. Ich frage mich, ob man irgendwie genug Schaden machen kann, dass er ein bisschen gestaggert wird und dass man einen kritischen setzen kann. Da müsste ich wahrscheinlich noch viel, viel mehr Damage rausknüppeln. Aber vermutlich geht's. Oh, es wäre ja auch mal ein witziger Versuch. Es wäre ja auch mal echt ein witziger Versuch, den zu parieren, oder? Kann man den parieren? Leute, wenn man den parieren kann, ne, dann pariere ich den jetzt. Aber ich vermute fast nicht. Doch! Oh! Okay, 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 okay. Ja! Nice! Ah, macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Ah, fuck. Shit. Ah. Es wäre lächerlich, wenn es gehen würde. Ja, schon ein bisschen, ne? Warum hat sich jetzt meine OBS-Fernsteuerung geschlossen, das ist schade. Ein bisschen mehr Schaden würde ich schon gerne machen. Aber es geht. Es geht absolut klar. Und ich pariere ihn mit dem Pausschild weg. Ja, das wäre witzig, ne? Ey! Reicht dann auch wieder. Will das einer googeln, ob man den parieren kann? Wäre doch was.
Ah, schade. Laut Reddit kannst du ihn nicht parieren. Ja, das wäre auch seltsam. Das wäre auch wirklich seltsam. So, Twitch, bleibt einen Moment dran. Wir machen sofort weiter, aber ich mache ein Outro für YouTube, weil das Ganze auch in kleineren Schnipseln auf YouTube landet. Deswegen, Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.